Hallo, in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du einen Reißverschluss mit einem Beleg einnähst für unsere Mix and Match Sweatjacke. Mix and Match Sweatjacke bedeutet folgendes: Wir haben hier einmal einen Kugelärmel mit einer ganz leicht überschnittenen Schulter und einen Raglanärmel. Die Kapuze, die Bündchen und die Belege gelten aber für beide Jacken gleich, deswegen heißt das Ganze Mix and Match. In diesem kleinen Videotutorial habe ich die Jacke mit dem Kugelärmel gearbeitet, aber das ist ja im Prinzip total egal, denn der Reißverschluss wird bei beiden Jackenformen gleich genäht. Los geht's! Ihr habt die Jacke soweit fertig genäht. Ihr habt, je nachdem welche Jackenform ihr gewählt habt, habt die Ärmel eingenäht, habt die Seitennähte in einem Zug geschlossen, habt die Kapuze genäht und jetzt haben wir die Kapuze auch schon an den Halsausschnitt genäht und haben hier jeweils 1 cm überstehen lassen. Das Ganze wird innerhalb der Nahtzugabe kurz angenäht, damit euch die Kapuze nachher nicht verrutscht. Wir machen jetzt weiter mit dem Nähen des Reißverschlusses. Das Ganze wird ja mit Belegen gearbeitet. Wir haben hier im Vorfeld schon die Kanten mit einem Nahtband oder beziehungsweise ich habe mir einfach Streifen aus Flieseline zugeschnitten in 1 cm breit und habe damit die Kanten ein wenig verstärkt. Das gleiche habe ich hier an den Belegen gemacht. Das empfehle ich euch. Dadurch ist der Reißverschluss nachher deutlich glatter eingenäht und es verrutscht nicht und es verzieht sich auch nichts. Als nächsten Arbeitsschritt nehmen wir uns das Bündchen der Jacken vor oder der Jacke vor und bringen den Ansatz an. Der wird rechts auf rechts jeweils an die Außenkante des Bündchens angenäht. Das habe ich hier bereits gemacht. Wenn ihr wie ich ein Bündchen habt, was nicht sehr breit liegt, dann könnt ihr das Bündchen auch einfach nicht im Bruch zuschneiden, so wie es in der Anleitung steht, sondern ihr könnt einfach hinten eine Mittelnaht anfertigen. Und so habt ihr das Problem gelöst. Dabei müsst ihr natürlich beachten, dass ihr an der Bruchstelle 1 cm Nahtzugabe anstellen müsst. Wir bereiten nun das Einnähen des Reißverschlusses vor und dafür müssen wir jetzt das Bündchen, was wir eben mit den Ansätzen vernäht haben, an diesen Ansätzen an die Unterkante der Jacke anbringen. Und zwar wird nur dieser Bereich hier genäht bis 1-2 cm ins Bündchen hinein. Du siehst jetzt, dass wir hier einmal die Ansätze des Bündchens angenäht haben, aber wie gesagt, der Rest hängt hier einfach noch lose. Ich habe mir bei den Ansatzteilen hier auch jeweils die Mitte markiert, auf beiden Seiten, weil wir das ja nachher quasi umschlagen müssen, wenn wir den Beleg drüber nähen. Aber jetzt müssen wir erstmal unseren Reißverschluss stecken und der beginnt eben auch genau in dieser Markierungsecke. Beziehungsweise endet er, das ist ja der untere Bereich, dort endet er genau und geht eben bis 1 cm vor Nahtende hier. Den Zentimeter müsst ihr unbedingt freilassen, weil wir ja nachher den Beleg noch festnehmen müssen und dann brauchen wir das Ganze zum Nähen. Wenn du dir das ordentlich vorgesteckt hast, dann kannst du auch noch mal kontrollieren, ob die Abstände oben und unten, ob das alles passt und ob alles glatt liegt. Und dann kannst du den Reißverschluss im Vorfeld schon auf den Nahtzugaben einmal fixieren. Das würde ich dir empfehlen, dann kann später nichts verrutschen. Den Reißverschluss haben wir jetzt mit einer großen Stichlänge einmal fixiert in den Nahtzugaben. Und jetzt kann man hergehen und kann ihn auch einmal testweise schließen und kontrollieren, ob alles passt, ob die Übergänge zusammenpassen und ob hier oben auch die Abstände gleich sind. Als nächsten Schritt nähen wir nun die Belege zusammen. Wir haben den hinteren Beleg und die beiden vorderen Belege und das Ganze wird nun rechts auf rechts genäht. Und es wird jeweils die Schulternaht geschlossen. Den Belegring haben wir jetzt genäht und nun müssen wir die Belege an den Bündchenansatz annähen. Genau wie eben
wird quasi an den Unterkanten hier, nähst du einmal entlang dieser Linie. Den Beleg haben wir jetzt an dem Bündchenansatz angenäht und nun wird das Ganze hier laut Umbruch, den du dir vorhin markiert hast, einmal, ups, der Reißverschluss liegt natürlich innen, umgelegt, genau so. Und dann wird das Ganze hier festgesteckt. Achte darauf, dass der Reißverschluss nicht wie bei mir eben so rumguckt, sondern dass er nach innen liegt. Und hier musst du auch darauf achten, dass die Kapuze innen liegt, dass sie nicht rausguckt. Auch hier einmal umschlagen, auf der anderen Seite schon fixieren und dann wird das Ganze hier einmal gesteckt. Die Ecken genau aufeinander passen. Jeweils an den Seiten. Ich hoffe, du kannst das auch alles ordentlich erkennen hier. Genau, und die Zipfel, die wir vorhin umgelegt haben, der Reißverschlüsse, die gucken natürlich nach außen. Und auch hier im Nacken wird der Beleg festgesteckt und die Kapuze liegt zwischen dem Beleg und der Jacke. Die Belege habe ich jetzt vorgesteckt und natürlich kannst du die Außenkanten vorher mit einer Overlocknaht versäubern, wenn du das möchtest. Aber Sweat franzt generell nicht aus. Es hat einfach eine, ja, wie man es am liebsten von der Verarbeitung her mag. Genau. Und jetzt haben wir die Belege angesteckt. Auch hier einmal um den Halsausschnitt rum. Und jetzt wird einmal hier entlang dieser Linie der Außenkanten der Belege um den Halsausschnitt rum wieder bis zum anderen Ende genäht. Ich empfehle dir für diesen Bereich das Reißverschlussfüßchen einzusetzen. Desto schöner und näher kommst du an die Füßchen dran und desto schöner sieht es nachher aus. Als nächster Schritt werden jetzt die Ecken hier eingekürzt, damit sich nachher dies schöner ausformen lässt, wenn wir gleich das Ganze auf die andere Seite ziehen. Hier vorne auch so ein kleines bisschen, aber vorsichtig, dass ihr euch da nicht einschneidet. Wir haben das Ganze jetzt auf die andere Seite geschlagen und jetzt muss noch dieser lose Bündchenteil angenäht werden. Und zwar greift ihr dann hier rein, nehmt euch die Nahtzugaben, achtet wieder genau auf die Ansätze und fangt dann hier in diesem Bereich schon ein wenig reingehend in diesen Beleg, 1-2 cm. Dort startet ihr und näht das Ganze zusammen mit der Unterkante der Jacke an. Das Bündchen wird dabei gedehnt. Ich empfehle euch natürlich, das vorher auch wieder zu stecken. Ich habe das Bündchen jetzt links auf links gefaltet und an die Unterkante der Jacke angesteckt und starte, wie gesagt, hier ist der Beleg eigentlich, den schiebe ich mir etwas zurück und starte hier ein kleines Stück innerhalb des Belegs und nähe das Bündchen gedehnt an bis zu der nächsten Ecke auf der anderen Seite. Das Bündchen habe ich jetzt gedehnt mit der Overlock angenäht. Und ihr seht jetzt auch, wenn ihr das Ganze, ihr seht hier, ich bin nicht bis ganz in die Ecke gegangen, das wäre ein bisschen schwierig. Und wenn ihr jetzt den Beleg wieder nach vorne stülpt, ist überhaupt nichts sichtbar von dem Ansatz. Optional kannst du jetzt natürlich noch diese Kante hier neben dem Reißverschluss einfach nochmal knappkantig abnähen. Da achte bitte drauf, dass du dir alles schön richtig ordentlich rausrollst, sodass das Nahtbild nachher auch schön ist. Du gehst dann einmal entlang hier auch hinten um die Kapuze rum und endest dann wieder an der anderen Seite hier unten. Das hat den Vorteil, dass du damit den Beleg ein wenig fixierst, dass er dir nicht wegrutscht. Zusätzlich wird der Beleg aber auch noch hier in der Schulternaht fixiert, damit er dir nicht wegrutscht. Und wenn du ganz fleißig bist, kannst du natürlich noch mit ein paar Handstichen den Beleg fixieren. Ich habe übrigens einen Zwei-Wege-Reißverschluss genommen. Das müsst ihr natürlich nicht tun. Ich habe das Ganze hier jetzt noch abgesteppt und habe hier die Schultern einmal fixiert, dass das Ganze nicht mehr rausguckt.
Jetzt wird die Jacke noch gebügelt und dann ist es fertig. Passt beim Bügeln bitte auf, wenn ihr einen Kunststoffreißverschluss habt, damit ihr euch den nicht zusammenschmilzt, weil dann könnt ihr die Jacke nicht mehr öffnen und müsst wieder von vorne nähen.